Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute, warum bekommen wir in der Badewanne Schrumpelfinger? Jeder hat es schon mal erlebt, wenn wir länger in der Badewanne liegen, werden Finger und Zehen schrumpelig, der Rest des Körpers dagegen nicht, normalerweise jedenfalls. Schuld daran ist die Hornhaut in unseren Händen und Füßen. Liegen wir länger in der Badewanne, wird der fetthaltige Schutzmantel der Hornhaut durchlässig. In den Hornzellen wiederum befinden sich Salze und die saugen das Wasser auf. Durch das Wasser dehnen sich die Hornzellen aus, die Hornhaut quillt auf und wir kriegen Schrumpelfinger und Füße. Der Rest unseres Körpers ist durch einen Fettfilm geschützt, den die Talgdrüsen bilden. Die fehlen aber an den Unterseiten von Händen und Füßen. Es gibt auch einen Trick, mit dem sich Schrumpelfinger und Zehen beim Baden vermeiden lassen. Nehmt als Badezusatz totes Meerbadesalz. Wenn nämlich der Salzgehalt des Badewassers genauso groß ist wie der Salzgehalt in den Hornzellen, dann bleiben Hände und Füße sozusagen unschrumpelig. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.